machen, weil die spenden das, was wir echt gut gebrauchen können. Stirb! Danke. Irgendwie hat sie uns das nicht gegeben, was ich gesucht habe. Blöde Spinne. Ah, der mit dem Bogen. Obwohl, ich habe genug Leben. Bin ja noch... Komm her, Spinne, genau. Schnell, töte sie! So, genau das wollte ich haben. Das werde ich auch zeigen, was man mit Schönes machen kann. Ah, oh, der trifft mich auch immer. War nicht irgendwo dieses schwarze Vieh? Eins ist gut, da sind zwei. Da ist ein Krokodil, noch eine Spinne, Zombie. Ich glaube, ich gehe unauffällig das mit. Oh, meine ersten Kakteen. Damit kann man auch was Schönes machen. Die nehme ich jetzt erstmal. Oh, da ist eine ganze Patrouille von diesen Dingern. Und dieses blöde Holzschwert. Und ich habe Hunger. Ihr seht schon, jetzt haben wir schon drei verloren. Wir müssen uns... Habe ich überhaupt schon was zu essen? Ich glaube nicht. Probieren wir gleich mal aus. Schnell hier rein. Und Tür zu. Dazu müssen wir was bauen. Und zwar einen wunderschönen Ofen. Tada. Fertig. So. Mit dem Ofen können wir wunderschöne Sachen machen. Erstmal Brennholz. Bam. Wir können hier alles reinlegen, was holzmäßig, kohlemäßig ist. Rohes Hühnchen. So, dann kochen wir mal was. Es dauert ein bisschen. Guckt euch das an. Ich bin immer froh, dass meine Bude noch nicht abgefackelt ist. Ja, es wird heller. Gut, dann können wir ja gleich ein bisschen noch uns was angucken. So, jetzt ist es fertig. Jetzt haben wir gebrannte Hühnchen. Oh, der hat aber viel verbraucht. Blume? Blume will er nicht brennen. Aber eine Schaufel will er brennen. Aber wir können ja mal ein Holzschwert nehmen. Das ist ja fast kaputt. Hock will er auch nicht. Das? Auch nicht. Samen. Ja, okay. Aber wir können ja das schon mal essen. Das ist ja nicht das Problem. Ja, genau. Obwohl, ich sollte noch eine Axt machen. Das ist ein bisschen wenig Axt. Ah, kann ich ja gar nicht. Doch. So. Glück gehabt. Hups. Bam, bam. Eine stabile Axt. Oh, ich nehme lieber noch ein stabiles Schwert mit. Man weiß ja nie, was man begegnet. Ich hoffe, dass wir ein Schaf begegnen. Ah, jetzt habe ich das nicht ausgerüstet. So. So, jetzt sind die Monster alle weg. Schön. Dann gehen wir mal da hinten zum Wald. Wo ich will euch auch noch was anderes zeigen. Wir gehen dann erstmal woanders hin. Dann zeige ich euch nochmal ein bisschen was anderes. Vor allem, wie man dieses Chicken da tötet. Hey, bleibst du mal stehen? So, jetzt haben wir eine Feder. Juhu! Rote Blumen will ich nicht. Ich hoffe, dass wir irgendwie ein Schaf begegnen. Da ist noch ein Ei. Blup. Ja. Oh, hier sind... Aha. Da liegt ein Pfeil und alles rum. Wo könnten Schafe sein? Schafe? Keine Ahnung. Also wenn ich um halb kein Schaf gefunden habe, dann werde ich den Part erstmal für heute schließen und dann meine Bude weiterbauen und euch dann beim nächsten Mal zeigen. Ist, glaube ich. Die Welt ist schon echt geil. Also die ist echt geil. Hier ist Schnee, hier ist kein Schnee. Dann ist schön der Strand, da ist Schnee. Oh, hier ist ein Loch. Oh, oh! Da geht's... Ah! Da geht's tief runter. Da will ich aber jetzt noch nicht erkunden. Aber da ist Kohle. Ah, dann gehen wir mal vorsichtig runter. Und hoffen, dass wir nicht da runterspringen. Ah, das ist ein bisschen hoch. Schmeißen wir mal ein bisschen Erde rein. So, das müsste lang. Ja, gut, ein bisschen Schaden. So, da ist Kohle, das. Ja, da muss ich aber noch ein bisschen was bauen. Gehen wir noch ein tiefer, ja. Gott, ey. Oh, hier ist ganz schön viel Kohle. Es lohnt sich richtig, hier runter zu gehen. Das ist schön, dass ich dann euch noch ein bisschen was zeigen kann. Bevor, oh Gott, da unten wird es aber heller. Dieses Geräusch habe ich bis jetzt immer noch. Scheiße, wir haben keine Spitzhacke mitgenommen. Nein! Pah, scheiße.
Ja gut, die Schaufel macht's auch. Nehmen wir erstmal die Schaufel. Nee, die Schaufel macht's leider gar nicht. Ah, das ist ja Kacke. Och Mann, jetzt bin ich beleidigt. Ich wollte euch so schön das zeigen, aber naja. Dann kommen wir gleich nochmal wieder. Genau, ich mache hier kurz einen Schnitt und wir sehen uns dann an der Stelle wieder. Also bis gleich. So Leute, da bin ich dann wieder. Da haben wir unsere so eine wunderschöne Spitzhacke jetzt. So, jetzt kann ich euch das zeigen. Noch da einen hinbauen und eventuell da einen hinbauen. So, jetzt können wir Kohle abbauen. Oh, da ist sogar richtig viel. Das ist schön. Das ist mal richtig geil. So viel hatte ich noch nie auf dem Haufen. Ich hatte immer nur ein, zwei Steinchen. Denn mit der schönen Kohle können wir uns Fackeln bauen. Das heißt, wir wohnen da nicht mehr in einem düsteren Haus, sondern in einem schönen. Oh, hier habe ich unbewusst noch eine weitere Höhle freigeschlagen. Aber die möchte ich jetzt nicht unbedingt alles erforschen, weil ich wollte erstmal nur einen kleinen Anfangspart machen. Vielleicht, wir sehen uns, können es. Naja, gut, so groß ist die jetzt nicht. Aber beim nächsten Mal können wir uns die angucken. Also ich wollte jetzt eigentlich nur euch erstmal ein bisschen die Kohle zeigen, wie die Steine aussehen. Mann, bei meinem Pech begegnet uns jetzt noch so ein scheiß Zombie. So, jetzt gehen wir auf jeden Fall wieder nach oben. Und dann bauen wir uns schon mal ein paar schöne Fackeln. Hops, hops. Oh, jetzt habe ich meine Stufe zerstört. Ah. So, ich merke mir auf jeden Fall, wo die Höhle war. Die war ja nicht allzu schwer. Ja, dann. Hups, daneben gesprungen. Ah, jetzt weiß ich, warum ich den Stein da gemacht habe. Warst du auch vorher schon hier, Mr. Stein? Vielleicht baue ich hier auch bis dahin eine schöne Treppe. Ich glaube, das wäre echt geil. Kann man ja jetzt schon schnell bauen. Damn. Damn, dann hier. Dann da. Und dann da. Und jetzt auch hier. Und fertig ist unsere Stufe. So, jetzt laufen wir schnell zu unserem Haus. Oh, da ist ein Schweinchen. Das machen wir jetzt auch noch schnell kaputt. Aber leider kein Schaf. Eins? Das ist gut, dass hier so viele sind. Komm her, komm her. Danke. Ein Schaf wäre so schön. Da hätte ich euch echt das Geilste zeigen können. Aber okay, da zeige ich euch dann beim nächsten Mal. Ich werde jetzt mal aus Bock dieses Ding da versuchen zu töten. Ich habe es wirklich noch nie angegriffen. Geil. Und was hat das uns gebracht? Das gucken wir uns gleich an. Huch. Okay. Das ist gut zu wissen, genau. Neben unserem Haus ist auch eine Riesenhöhle. Und da ist auch Kohle. Naja, okay. Ich habe euch ja gesagt, wir erkundigen die andere Höhle erstmal. Hops. Bäm. Zumachen. Was wollte ich euch jetzt sagen? Ach ja. Ach, wir haben gar kein Holz. Ach, nochmal. Ist ja noch nicht Nacht. Also haben wir noch ein bisschen Zeit. Na gut, meine Uhr sagt schon wieder, du überziehst, aber naja. Oh, Leute, wir haben hier echt viele Höhlen zu erforschen. Das wird ja echt spannend. Ich hoffe, dass wir auf dem richtigen Dungeon treffen. Also so richtig mit geheimnisvollen Sachen und so. So, das war ein kleiner Baum. Brennholz, gib uns Brennholz. Ich habe schon wieder so ein komisches Kreuz. Ich weiß das noch nicht zuzuordnen, ob das jetzt heißt, du bist an einem besonderen Ort oder Achtung, es kommen Gegner. Ich weiß das gar nicht. So. Mist, da oben komme ich nicht mal an, egal. Jetzt ist das auch schon wieder kaputt. Aber ich wollte noch ein bisschen Brennholz mitnehmen. Schade, manchmal entstehen Schneebälle. Dann kann man dann diese Viecher bewerfen. Klopp, 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 alles klopp. Ach ja, genau, hier war die Höhle. Es wird schon wieder dunkel. Scheiße. Aber ich finde so, unser Hund steht an einem guten Platz. Finde ich. So,
Ach, Tür zu. Genau, und jetzt bauen wir wunderschöne Fackeln als erstes. Da, ich wollte gerade sagen, hä? So, ein paar Stücke. Ach, Bretter. So, das langt. Dann macht man einfach Bäm und Bäm. Und dann habt ihr hier eure Fackeln. 64, dann Bäm. So. Ach. Wo machen wir denn? Macht Mist. Da kann ich ja noch kein Licht hinbauen, weil ich da noch keine Wand habe. So, schnell hier hoch. Hops. Es ist noch kein Vieh da. Naja, die schlafen noch. Die haben verschlafen. Huch, jetzt habe ich die Tür unbewusst geöffnet. Bleib zu. Ich will hier kein Vieh in mein Haus haben. Oh Gott. Zwei, hier, die meine ich. Diese explodieren. Oh, und der visiert mich schon mit seinem Bogen an. Da ist ein Zombie. Und da? Was ist das? Das ist auch ein Zombie mit einem Bogen. Da hinten ist eine Spinne. Zwei Zombies und einer mit dem Bogen. Aber diese schwarzen Dinger sind irgendwie diesmal nicht da. Mhm. Das ist schon mal schön. So, jetzt bauen wir das schnell noch so. Das langt. So, jetzt kann ich die erste Fackel. Bam. Jetzt haben wir hier mehr Licht. Dann machen wir hier noch eine. Hier noch eine. Und da noch eine. So. Genau. So, Leute. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also ich werde jetzt das Haus fertig bauen, weil sonst wird es echt für euch mega langweilig. Dann werden wir im nächsten Part den einen Dungeon da ein bisschen erkunden, was uns da erwartet. So. Falls Fragen sind, könnt ihr mir gerne posten. Ich versuche sie dann zu beantworten, aber erst im Let's Show. Also, wir sehen uns dann. Bis denne!